Herzlich willkommen, liebe Freunde, an einem unglaublich sexyen Donnerstag. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich bin der Rezo und ich bin auch dabei. Wir haben ein ganz tolles Geschäftsmodell entworfen, das heißt fantastisch. Wir übernehmen quasi den Fanservice für euch YouTube-Stars da draußen. Rezo hat es auch ausprobiert, du bist ein Kunde, der wirklich zufrieden ist. Ja. Ich bin auch dabei. Jetzt gibt's für euch die offizielle Werbung für dieses Geschäftsmodell. Ja, genau. Ab geht's. Hallo, lieber YouTube-Star. Bist du auch geplagt von sinkenden Klicks und sinkenden Abonnentenzahlen? In dieser schweren Zeit sind treue Fans wichtiger als jemals zuvor. Ja? Fans, die auf die Glocke klicken und jeden Schritt von dir verfolgen. Fans, die ungefähr so aussehen. Ja, der Haken, diese Fans erwarten etwas für ihren Fanatismus. Ja, sie wollen gesehen und geknuddelt werden. Ganz schön nervig. Deswegen bieten wir YouTube-Stars wie dir jetzt einen einzigartigen Service. Fanatastisch! Fanatastisch, wir nehmen dir die ganze Franchise ab. Mit Fanatastisch fühlen sich deine Fans gesehen, umsorgt und geliebt. Alles Dinge, auf die du schon lange keinen Bock mehr hast. Hey du, bist du nicht Marie? Jan Meyer denkt gerade an dich. Oh. Wir übernehmen das komplette Fanmanagement. Und mal ehrlich, die Zeit als reicher Influencer lässt sich doch in viel spaßigere Dinge investieren, oder? Fanatastisch, wir nehmen dir die ganze Franchise ab. Früher habe ich den intimen Kontakt zu meinen Fans genossen. Nach dem Durchbruch nervt mich die ganze Scheiße aber nur noch. Deswegen kümmert sich jetzt das Team von Fanatastisch um meine Zuschauer. Das Fanatastisch-Paket umfasst folgende Serviceleistungen. Wir schreiben persönliche Nachrichten an deine treuesten Zuschauer. Wir signieren und verschicken Autogrammkarten an deine Fans. Wir übernehmen sämtliche Fanumarmungen, egal wie schwitzig oder unangenehm intim sie auch sind. Das alles für nur 40% deiner AdSense-Einnahmen. Fanatastisch, wir nehmen dir die ganze Franchise ab. Fanatastisch, wir nehmen dir die ganze Fanscheiße ab. Guten Tag. Ach, Julienko, was können wir für dich tun? Ach, das Lea Beuge anrufen. Ja, da kriegen wir hin. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Ja, tschüss. Tschüss. Und? Wann versteht ihr das endlich? Für unser Angebot braucht man Fans. Check das doch mal. Meine Fresse, echt. Dennis. War das schon wieder Apple War? Wer sonst? Was gibt es Schöneres, als in lachende Fanaugen zu schauen, ohne etwas dafür getan zu haben? Fanatistisch. Ach nee, was? Wie heißt das, Dennis? Und mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als in lachende Fanaugen zu schauen, ohne etwas dafür getan zu haben? Fanatastisch. Wir nehmen dir diese ganze Fanscheiße ab. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Fanatastisch. Wir nehmen Oh Gott, wie geil ist das denn, ey? Also, liebe YouTube-Stars, macht mit. Meldet euch bei uns. Link in der Infobox natürlich, wie immer. Wieso, was steht denn jetzt bei dir an in Zukunft? Was machst du jetzt demnächst? Worauf kommen wir uns noch freuen? Noch ein Diss-Track. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte eigentlich in ein paar Tagen mein nächstes Video rausbringen. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Also, das ist nicht so schön eigentlich. Aber ich hatte jetzt so eine kleine Down-Zeit, wo ich nicht so viel und so geilen Scheiß gemacht habe, wegen der Master. Sag nochmal, was du eben schon gesagt, was du gerade für einen Master gemacht hast. Informatik, ne? Genau, in Informatik, ja. Das heißt, du bist ein Genie, ein Mathe-Genie. 8 plus 8. Den Kopf kriegen kann ich 8 überhaupt 8. nicht. Das ist 12. Nein. Hat sich eigentlich dein Adam mal gemeldet zu deinem Song? Also du hast ja quasi ein Cover von Dead Adam gemacht. Nee, ich hatte vorher, sprach ich Mary drauf an, ob es okay ist, wenn ich das mache. Er hat yo cool gesagt, ne? Yo cool. Oder hat genau, er sagte yo cool, schickte mir noch so ein kurzes Video, so yo cool, so etwa. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu den anderen beiden, sondern nur zu ihm. Den hätten wir auch gerne den Kontakt. Ich war dann auf deren Tour, die waren ja auch in Dortmund, und da war ich auf der Show und habe mich kurz auch mit Mary da unterhalten, aber nicht mit den anderen. Also yo hi.
Genau, genau. Ich bin ja Backstage gegangen, da war Yo-Yo. Also kannst du Instrumente spielen? Klampfe kann ich in erster Linie spielen. Das habe ich gelernt. Ich kann jetzt auch auf dem Schlagzeug ein Beat halten, aber okay. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kann Schlagzeug spielen. Oder ich bin auch dabei. Abonnier jetzt deinen Kanal. Ich würde es machen. Und wir sehen uns wieder am Sonntag. Da gibt es das Hater-Interview. Ganz schön frech immer, oder? Ihr wart ganz schön frech, wird ganz schön böse. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt, das war gar nicht so schlecht. Ach, du bist das gar nicht. Schreibt es in die Kommentare. Liebe Freunde, macht's gut. Auf Worldwide Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fantastisch, wir nehmen dir die ganze Franchise ab.